Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom wöchentlichen Rahmen heute am 26.10.2012. Ich wollte gerade 12 sagen, aber es ist schon ein bisschen her. 2014? Lang ist es her, 2012. Und mir kommt es vor, als wäre es vor 2 Jahren gewesen. Ist erstaunlich, wie die Zeit vergeht. Was gibt's Neues? Der wöchentliche Rahmen wieder mal mit Krempel aus der Welt des Rahmens. Es ist eine total dämliche Ansage. Aber das lasse ich jetzt so. Ich habe keine Lust, es nochmal aufzunehmen. Außerdem kommt es dann noch später raus. Das will ich ja auch nicht. Was gab es Neues? Es gab nicht so viel Neues, muss ich sagen. Was daran liegen kann, dass ich eigentlich auch gar nicht so viel gezockt und gemacht habe hier am PC. Relativ viel draußen gewesen sogar. Ist erstaunlich. Deswegen kam letzte Woche auch kein wöchentlicher Rahmen raus. Weil wir da tatsächlich unterwegs waren, ein paar Berge erklommen haben in der sächsischen Schweiz. Deswegen halt einen Tagesausflug da gemacht haben und deswegen kam halt leider nichts. Deswegen, Dienstag waren wir unterwegs, gestern waren wir unterwegs. Deswegen kamen das stellenweise auch nicht alle Folgen immer so, wie sie sollten. Ist ein bisschen schade, will ich auch wieder gerne machen, dass es wieder mehr wird. Warum waren wir so viel unterwegs? Weil zum Teil Besuch da war. Habt ihr vielleicht auch gemerkt, am Donnerstagabend haben wir nämlich einen Stream gemacht, der ein bisschen später angefangen hat, aber den haben wir dann zu zweit gemacht mit Gast hier direkt vor Ort. Mal nicht die Natter, sondern tatsächlich der Amras, der mit seiner Freundin hier gerade immer noch in Dresden ist. War ziemlich lustig, haben wir zusammen Trine gespielt, war eine coole Sache. Hat eine Menge Laune gemacht, vor allem da wir beide so unfassbar gut in diesem Spiel sind. Und vor allem manche Fertigkeiten nicht einsetzen konnten, weil die entweder nicht gut erklärt wurden oder wir zu blöd waren, um die Erklärung zu verstehen. Deswegen kam immer, sobald wir den Ritter ausgepackt haben, kam eine dicke Hilfe. Hey, du kannst so Objekte bewegen. Hey, super, ging aber nicht. Zumindest nicht so, wie wir das versucht haben. Das war sehr lustig. Könnt ihr auch gerne auf Twitch nochmal nachschauen. Gibt's noch in der Aufzeichnung. Link ist in der Beschreibung da unten verlinkt. Deswegen heißt es Link, weil die verlinkt ist. Ansonsten, ja, Book of Unwritten Tales wird morgen oder übermorgen vorläufig erstmal zu Ende sein. Weil tatsächlich das aktuelle Kapitel, soweit wie es denn gerade draußen ist, durchgespielt ist. Und jetzt warte ich auf den nächsten Monat, auf das nächste Update. Anfang des Monats, wahrscheinlich so 3., 4., 5., 7., November, wird der nächste Teil kommen, wird das nächste Kapitel kommen. Da geht es dann erst weiter mit Book of Unwritten Tales 2. Sehr cooles Spiel bisher, auch sehr lang bisher. Ich meine, es waren ja jetzt erst 2 Kapitel und ich bin da schon bei 37 Folgen. Das heißt, es ist ziemlich umfangreich, ist aber auch ziemlich cool. Es kommt einem nicht so lange vor. Es ist echt, macht echt eine Menge Laune, muss ich sagen. Habe ich auch im Let's Play schon öfter mal erwähnt. Aber es ist tatsächlich eine schöne Sache. Ist sehr gut gelungen, finde ich mindestens genauso gut wie den ersten Teil, muss ich sagen. Also wer das gespielt hat, der kann auch da entweder mal reinschauen bei den Videos oder es gerne selber spielen. Ist eine coole Sache. Spontan gab es letzte Woche leider nicht wirklich, weil eben auch nicht so viel Zeit zum Aufnehmen und sowas da war. Und weil ich eben auch nicht so viel anderes gespielt habe. Das heißt, ich habe eigentlich bis auf die Aufnahmen und die Streams gar nichts gespielt. Also wirklich gar nichts. Ich denke mal, dass da bald wieder neue Folgen kommen werden. Gerade jetzt, wo auch Book of Unwritten Tales 2 vorläufig erstmal pausiert ist. Da ist dann wieder mehr Platz, beziehungsweise habe ich mehr Zeit dann dafür. Und ein bisschen Mario Kart wollte ich da noch machen, ein bisschen, ich weiß nicht, ob noch mehr Anno oder Siedler 2 oder irgendwas in der Art. Ein paar Sachen werde ich da noch ausgraben und mal gucken. Da ist ansonsten nicht so wahnsinnig spektakuläres Zeug. Das, was mir da halt spontan einfällt, da kann ich jetzt noch nicht sagen, was mir in der Woche einfällt, ne? Deswegen wird das so, ihr kennt das Format ja. Bisher gab es da Diablo 3, Anno 2070 und Siedler 2, falls ihr das auch verpasst habt. Da unten ist auch nochmal die Playlist verlinkt. Ansonsten, neue Let's Plays, so wirklich wird es diese Woche wahrscheinlich noch nicht geben, denke ich mal. Muss ich mal gucken. Ich muss mir noch selbst einig werden, was ich eigentlich als nächstes anfangen möchte. Da gibt es als Möglichkeit Tomb Raider 5, wo ich im Moment das noch so ein bisschen schiebe und mir denke, ja, könnte man mal. Ansonsten, was gibst du noch zur Auswahl? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. So ein paar Sachen habe ich dann noch auf der Liste, wo ich mir denke, ja, da würde ich das gerne von machen. Muss ich halt mal schauen. Kann ich aber jetzt noch nichts sagen. Also
Wahrscheinlich, falls was beginnt, dann erst wieder Richtung Wochenende hin. Nächsten Tage wahrscheinlich nicht, damit ich erstmal wieder ein bisschen mehr Folgen auf Vorrat haben kann, damit alle Projekte auch regelmäßiger kommen und mehr spontan, dass ich da ein bisschen mehr aufnehme. Ansonsten, achso, kommen Streams. Wie gesagt, letzte Woche war mit dem Amras, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Waren auch irgendwie nur so 2,5 Stunden oder was das war. Ansonsten kommende Streams, Montag habe ich mir gesagt, ja, Bastion möchte ich gerne noch wieder weitermachen. Ist ein ziemlich cooles Spiel, auch wenn ich bei den Streams von der Geschichte eher so die Hälfte mitbekomme, was ein bisschen schade ist, weil ich durch den Chat und sowas noch abgelenkt bin und durch das selber quatschen. Aber ist trotzdem eine coole Sache, ich möchte es jetzt in diesem Rahmen halt komplett durchspielen. Und haben ja auch schon ein bisschen was geschafft, das geht ja schon. Ansonsten, das ist halt Montag, 19 Uhr, ne, auf twitch.tv/schnitzel. Kennt da, ist so verlinkt, da kennt da auch alles. Kennt den habt da, so. Donnerstag, Warcraft 3 habe ich mir tatsächlich mal wieder vorgenommen. Und zwar Frozen Throne. Bäh. Das Add-on haben wir ja damals, glaube ich, die ersten ein oder zwei Missionen von gemacht. Aber ich habe mir gedacht, jetzt wieder durch StarCraft angestichelt, durch StarCraft 2 und 1, was ja immer noch gerade aktuell läuft. Und denke ich mir, ja, noch ein bisschen mehr Strategie ist schon mal eine coole Sache. Jetzt habe ich auch wieder Lust auf Warcraft 3. War ja, wo ich das damals als Stream-Projekt gemacht habe, waren das ja auch einige Male, wo wir das gemacht haben. Aber dann hatte ich nach dem Hauptspiel keine Lust mehr auf das Add-on. Und jetzt ist es wieder so, dass ich sage, yo, können wir machen. Wäre eine coole Sache, wenn wir das auch noch durchziehen, dass wir da nochmal ein bisschen das vollständiger machen. Und bin ich mal gespannt. Ich bin sehr erfreut, dass mir das spontan vorhin aufgefallen ist, dass ich das ja machen könnte. Von daher, das aktuell so als Projekt für die nächsten paar Streams oder halt mal wieder, ne, bis das da halt die Kampagne durch ist. Also irgendwie so zwei, drei Streams werden das wohl werden. Meine Liste sagt sonst nichts mehr wirklich Schlaues hier. Das heißt, ich rede auch gar nicht mehr so viel Schlaues hier. Es ist einigermaßen fix. Erstaunlich. Wie gesagt, Streams, ne? Montag 19 Uhr, Donnerstag 20 Uhr. Bastion und Warcraft 3. Ansonsten neue Projekte wahrscheinlich, je weniger, mehr spontan, weil das ein schönes Format ist, weil euch das offenbar auch gut gefällt. Habe ich so aus den Kommentaren lesen können. Mir gefällt es auch sehr gut. Es ist halt einfach, man muss sich nicht überlegen, ja, ich mache jetzt wirklich ein Let's Play, was 20 bis 50 Folgen lang wird, sondern einfach mal, ja, mache ich mal da eine Folge zu oder zwei Folgen oder drei. Das ist so ein bisschen, ist echt ganz angenehm. Und mal gucken, was sich daraus noch alles entwickelt. Stichwort entwickeln, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt euch super entwickelt in diesen letzten 8 Minuten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bestimmt irgendwann wieder. Hoffentlich pünktlich nächste Woche. Adieu.